Du warst auf der Klosterschule in Metten, gell? Warst du ein braver Schüler? 9 Jahre Klosterschule. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer sehr brav war, aber sie haben das Beste aus mir rausgeholt. Und es war einfach eine super Zeit. Das ist einfach eine starke Verbindung. Wir freuen uns total, dass du heute Zeit für uns hast, für eine kurze Kaffeepause. Auf der Terrasse auch noch, haben wir gutes Wetter erwischt. Hast du überhaupt viel Zeit für Kaffeepause oder generell eigentlich eher nicht? Nee, nie. Ich versuche es mal schon einzurichten, aber meistens läuft es so nebenbei. Also so richtige Pause schaffe ich eigentlich selten. Dein Lieblingsessen? Hast du eins? Also ich sage jetzt mal italienische Küche. Mhm. Gehst du zu McDonald's auch mal? Ja. Hm? Sushi oder Steak? Das ist eine schwierige Frage, weil ich beides sehr gern mag. Dann würde ich aber eher sagen Sushi. Okay. Jetzt sind wir bei dir im Restaurant in der Stadt. Das nochmal wie ausgesprochen wird? Sturstad. Auch in dieser Tonlage, dann hört es ja doch wieder immer irgendwie anders. Es ist ja Schwedisch für Großstadt und generell so diese Affinität für Schweden, für Skandinavien. Wo kommt die her? Kommt es auch aus deiner früheren Zeit, von deinen Stationen? Du warst ja auch in Stockholm. Also ganz klar, da hat sich einfach während meiner Wanderjahre hat sich einfach meine Liebe zu Schweden irgendwie entwickelt und ich habe da jahrelang gelebt und gearbeitet und vor allem Stockholm ist mir halt irgendwie sehr ans Herz gewachsen. Witzigerweise habe ich meine Frau dann natürlich, die auch Schwedin ist, erst hier in Regensburg kennengelernt, aber das macht die Sache vielleicht einfach auch nochmal runder. Und was natürlich auch immer so ein netter, kleine Nebenerzählung ist, ist, dass meine Frau mit dem Namen eigentlich nichts zu tun hatte, sondern der Name war wirklich vorher schon da und dann habe ich erst meine Frau kennengelernt. Mhm. Ist was dran an der Geschichte, dass ihr euch zum ersten Mal bei IKEA über den Weg gelaufen seid? Nein, das sind wir uns nicht, aber sie ist praktisch wieder zurück nach Schweden. Aha. Oder sie hat geplant, wieder heimzuziehen zu ihrer Familie und hat dann ihr Abschlussessen bei mir im historischen Eck gemacht, also mit Freundinnen und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Okay. Und dann habe ich sie praktisch wieder aus Schweden zurückgeholt. Dein letzter Urlaub? War Januar dieses Jahres in den Bergen. Gut. Fitnessstudio oder Yoga? Beides wäre besser, wenn ich es öfter machen würde, aber dann eher Yoga. Aha. Stichwort Tim Mälzer, es wird eine neue Late-Night-Kochshow geben, in der du, bei der du dabei bist. Kannst du ein bisschen was verraten? Ja, also ich habe jetzt am Dienstagabend den Knife Fight Club aufgezeichnet mit Tim Mälzer und Tim Raue. Ist natürlich eine super coole Geschichte. Also wir kochen, also man kocht in der Bullerei gegen einen anderen bekannten Koch. Mhm. Unter Zeitdruck 1 Stunde 3 Gerichte kochen mit 3 Zutaten, die du nicht kennst. Mhm. Dann auch im Prinzip, also die Zutaten werden vorgestellt und dann in die Küche. Okay. Und dann muss man einfach in 1 Stunde 3 Gerichte abliefern. Super, super spannende Sendung, super cooles Format. Okay. In der rauchigen Bullerei drin stehen und so Musik laut, die Leute grölen. Ich brauche nicht viel außer meine Frau natürlich. Das war die richtige Antwort, glaube ich. Ich habe absolut keine Ahnung von. Also gibt's viele Sachen, wovon ich überhaupt. Also ich bin ein extrem schlechter Handwerker. Also so irgendwas aufbauen und so. Also IKEA-Möbel, da scheitere ich schon grandios dran. Jetzt reden wir noch über Fußball, weil das ist natürlich auch ein großes Thema in diesem Jahr. Du kochst für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bist du selber Fußballfan? Großer Fußballfan. Aha. Welche Mannschaft? Bayern München. Sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, schon mal die erste richtige Antwort. Ja, für den einen oder anderen schon. Hast du selber mal gespielt? Ich habe selber gespielt. Jetzt nicht super erfolgreich, aber klar, in meinem Internat haben wir immer gespielt und dann habe ich für den ersten FC Fichtach, für meinen Heimatort, auch C-, B- und A-Jugend gespielt. Also bis ich dann so 18, 19 geworden bin, habe ich eigentlich immer gespielt. Okay. Du hast ja gerade auch gesagt, beim Confed Cup in Russland, da hast du ja Probe gekocht sozusagen. Gibt es da irgendeine Anekdote? Hattest du irgendwie ein lustiges Zusammentreffen mit einem Spieler, mit einem Trainer, wie auch immer, irgendwas, was du uns verraten darfst, kannst, magst? Also in der Vorbereitung zum Confederations Cup waren wir in Kopenhagen. Also es war praktisch mein erster Auftritt im Kreis der Nationalmannschaft. Und ich war natürlich dementsprechend nervös auch. Und
ich habe gewisse Dinge einfach nicht richtig eingeschätzt. Also man kann man ja auch nicht, weil man, gar nicht weiß, weil man die Abläufe nicht kennt und weil man nicht weiß, was so Sachlage ist. Und ich habe an dem Abend Schnitzel gemacht. Also es war so ein Freundschaftsspiel und dann hat es geheißen, also da darf man auch mal so ein Belohnungsding machen und so. Und da habe ich halt Schnitzel gemacht, oder das war eben das Ziel. Und das, ich habe natürlich auch nicht gewusst, wie, dass das Hotel dann im Fall der Fälle einfach auch das Personal extrem reduziert und ich dann vielleicht allein da stehe. Also das wusste, ach so, ich, wusste ich nicht. Und das Hotel hat total reduziert und ich war halt dann allein. Mit noch einem vom Hotel. Und okay, wir mussten halt das komplette Buffet für 70 Leute aufbauen. Plus musste ich halt Schnitzel panieren und Schnitzel machen für 70 Leute. Ja, also das, sowas passiert einem einmal und dann auch nicht mehr. Ja. Man teilt sich dann die Sachen schon besser ein. Die größten Idole meiner Jugend waren? Da werde ich immer ausgelacht dafür. Aber ganz klar Lothar Matthäus, weil mittlerweile ist ja. aber Lothar Matthäus war einfach schon das größte Idol meiner Jugend. Okay. Danke für die Kaffeepause. Ja, danke. War sehr angenehm. Danke. Gut.